Willkommen zu Rhein-Main-Gesundheit. Braun sein, das ist sexy, schick und sieht gesund aus. Dieses Schönheitsideal gilt immer noch für viele Menschen in Deutschland. Aber jährlich erkranken rund 200.000 Menschen an Hautkrebs, Tendenz steigend. Hautkrebs ist die häufigste Krebserkrankung. Dennoch nehmen viele das Thema nicht so ernst. Ich begrüße im Studio Dr. Florian Felten, Dermatologe aus Frankfurt. Herzlich willkommen. Was denken Sie denn, nehmen die Menschen Hautkrebs als Thema ernst? Ja, ein eingeschränkter Teil der Menschen, unserer Patienten, nehmen das ernst. Insbesondere Menschen, die im Süden aufgewachsen sind, in Südeuropa oder in Südamerika. Viele meiner Patienten nehmen dieses Thema leider nicht ernst. Zumindest nicht, bevor sie zu uns kommen, zur Hautkrebsvorsorgeuntersuchung. Mhm. Wie haben sich denn die Hautkrebsfälle in den letzten Jahren entwickelt? Ja. Erschreckend steigernd. Das heißt, über viele Jahre hatten wir jährliche Zuwachsraten gehabt von 7%. Und seit 2 bis 3 Jahren sehen wir halt einen Anstieg auf bis zu 30% jährlich. Welche Arten von Hautkrebs gibt es? Sind schwarzen, weißen? Ja, also wir haben den weißen Hautkrebs, das Basalzellkarzinom und das Spinaliom, der ungefähr 80% aller Hautkrebsformen repräsentiert. 10% das Melanom, den schwarzen Hautkrebs, der zwar wenig repräsentiert, aber doch umso tödlicher verläuft. Und dann haben wir noch 10% seltenere Tumoren, wie zum Beispiel Lymphome im Bereich der Haut. Um auf die Gefahren von Hautkrebs aufmerksam zu machen, setzen sich nun auch Sportler dafür ein. Es gibt eine neue Kampagne des Landes Hessen und wir schauen mal, worum es da geht. Kamge Gaber ist Profisportler und einer der schnellsten Deutschen im 400-Meter-Lauf. Er trainiert und läuft Wettkämpfe und das regelmäßig unter freiem Himmel. Doch bei aller Schönheit und Notwendigkeit der Sonne für unseren Körper, die Haut vergisst nichts. Speziell in den Sommermonaten ist besondere Vorsicht geboten, denn hier herrscht eine sehr intensive UV-Einstrahlung. Die Hautkrebsfälle steigen. Um das Bewusstsein der Menschen zu schärfen, wirbt Kamge Gaber für die Kampagne Schatten, Shirt und Sonnencreme – Sportler gegen Hautkrebs. Ich engagiere mich für dieses Projekt, weil ich im Vorfeld noch nie damit in Berührung gekommen bin. Also jetzt auch, als ich angesprochen wurde, ob ich nicht meinen Beitrag dazu liefern möchte, habe ich mir zum ersten Mal Gedanken darüber gemacht und habe mir gedacht, kann ja eigentlich nicht sein, dass ich noch nie irgendwie mit Hautkrebs so jetzt thematisiert wurde. Im Rahmen der Krebspräventionsinitiative der Hessischen Landesregierung werden verschiedene Krebsarten in den Blickpunkt genommen. Eine fast vergessene, aber sehr ernstzunehmende Krebsart ist der Hautkrebs. Und gerade dann, wenn man eben sich im Freien bewegt, ist es ein besonderes Risiko. Wir haben gemeinsam mit dem Landessportbund und der Technikerkrankenkasse ganz speziell eben den Sport in den Blickpunkt genommen. Denn hier gibt es viele, die sich draußen bewegen und dabei auf Kondition achten, aber nicht auf Prävention. Am meisten verbreitet ist der weiße Hautkrebs, der hauptsächlich bei älteren Menschen auftritt, aber auch bei Jüngeren, die sich häufig sonnen. Hier gibt es nur selten Metastasenbildung, im Gegensatz zum schwarzen Hautkrebs. Das sogenannte maligne Melanom ist die seltenste, aber auch gefährlichste Form des Hautkrebses. Nur eine frühzeitige Entfernung des Melanoms kann Heilung bringen. In den meisten Fällen entsteht Hautkrebs durch das Einwirken von UV-Strahlung auf die Haut, entweder aus der Sonne oder dem Solarium. Man versteht als auslösendes Agens, insbesondere beim weißen Hautkrebs und bei der Hälfte der Melanomfälle, die UV-Strahlung, so ähnlich wie ein Karzinogen. Also das ist die Qualität, die die Erbsubstanz, also den Kern der Zelle trifft und dort zu Mutationen, also zu Veränderungen im Zellkern führt und dann zur Entartung von Zellen. Und das beginnt zunächst mal an der Hautoberfläche, breitet sich dann aus, geht in die Tiefe und dann finden diese Tumorzellen Anschluss an die Lymphwege und an die Blutgefäße und so kommt es zu dem, was wir Streuung oder Metastasierung nennen. Um den gefährlichen UV-Strahlen gar nicht erst die Möglichkeit zu geben, die Hautzellen zu verändern, ist der beste Schutz die Prävention, zum Beispiel Cremes mit hohem Lichtschutzfaktor verwenden. Sonnenschutzpräparate auftragen ist eine Möglichkeit, sich zu schützen. Die Siesta ist eine sinnvolle Aktion, wenn das irgendwie in den Trainingsablauf eines jungen Sportlers oder sonst in den Lebensablauf passt. Was die südlichen Länder tun, eine Mittagspause machen, das macht Sinn. Natürlich kann man auch in den Schatten gehen, über die heißeste Zeit, über High Noon Zeit hinaus. Textiler Lichtschutz spielt eine Rolle, insbesondere bei Kindern. Ne? Da ist dann so ein Käppchen zu denken, was ein Tuch im Nacken hat noch als Verlängerung, dass der Nacken nicht verbrannt wird. Dann gibt es sehr schnell trocknete Textilien, mit denen die Kinder auch ins Wasser können und dann wieder ins Freie, die schnell trocknen, für uns Erwachsene auch.
Je früher Hautkrebs erkannt wird, desto höher die Heilungschancen. Deshalb ist es enorm wichtig, regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen, bei der man von Kopf bis Fuß abgesucht wird. Glauben Sie, so eine Kampagne bringt etwas? Auf jeden Fall. Ja. Da wir den Menschen zeigen, dass, wie gesagt, auch im Rampenlicht stehende Persönlichkeiten auf das Hautkrebs-Screening achten, hier insbesondere mit einem schwarzen oder mit einem Sportler mit einer dunklen Hautfarbe. Wir haben nur einen eingeschränkten Anteil der Bevölkerung, die regelmäßig zur Hautkrebsvorsorge gehen. Und wir möchten natürlich möglichst alle erwischen und möglichst auch jung, um eben Spätschäden zu vermeiden. Mhm, mhm. Sie haben es im Vorgespräch gesagt, es gibt auch vor Ort immer mal wieder Aktionen. Also es gibt Aktionen in Schwimmbädern mittlerweile. Hier in Frankfurt habe ich das mehrfach im Rebstockbad erlebt, aber auch in Münster, wo ich gelernt hatte, hatten wir solche Kampagnen gehabt, um die Leute eben direkt vor Ort möglichst eben noch in den 20ern aufzuklären über die Gefahren. Noch besser wäre das natürlich, schon allein im Teenageralter eben da präventiv tätig zu werden. Jedes Mädchen in Südamerika wird diesbezüglich erzogen, sich vor der Sonne zu schützen, und das ist einfach drin. Weil Hautkrebs tritt ja erst Jahre später auf. Es ist wie ein Fass, das irgendwann mal überläuft. Das heißt, jedes Sonnenbad, nicht erst der Sonnenbrand, macht DNA-Schäden. Und die sammeln sich im Laufe des Lebens an. Und so um die 40 herum kippt praktisch dieses Fass um und wir haben dann den weißen Hautkrebs. Mhm, mhm. Sie haben auch so ein Schaubild mitgebracht. Vielleicht können Sie das mal kurz erklären. Ja, das zeigen wir immer wieder unseren Patienten, dieses Schaubild. Die erste Sache ist auf jeden Fall, dass man doch weiß, was man in der Schule mal gelernt hat, dass das UV-Licht von der Wellenlänge überhaupt nichts mit dem sichtbaren Licht und der Wärmestrahlung, dem Infrarotlicht, zu tun hat. Die meisten schmieren sich leider erst dann ein, wenn es hell und heiß ist. UV-Licht, da haben wir keine Sensoren für in unserem Körper. Das heißt, das merken wir nicht. Und es ist nah an der Röntgenstrahlung. Und weil es eben so kurzwellig ist, geht es durch Wolken. Es geht zum Teil, der UVA-Anteil, durch Fensterscheiben und es geht durch Kleider. Je heller sie sind, desto mehr geht durch. Okay. Wie oft sollte man denn zur Vorsorge gehen? Also wir empfehlen, dieses einmal jährlich zu machen, wenn noch keine Vorgeschichte über einen bereits bekannten Tumor da ist oder wenn noch keine familiäre Belastung vorhanden ist. Und diese sollte man möglichst eben bei einem Hautarzt machen. Das heißt, jemanden, der das über 4 bis 5 Jahre gelernt hat. Und dieser Hautarzt sollte zumindest mit einer Lupe über den Körper gucken, um eben in einer Vergrößerung zu sehen und einzuschätzen, ob eventuell Vorstufen vorliegen können. Wenn mehr als 5 von diesen Vorstufen vorliegen bzw. verdächtig sind, empfehlen wir auch die Videodokumentation. Das heißt, das Aufnehmen per Kamera, das Einspielen in eine Software und eben damit die Basis zum Vergleich. Aber das sind alles leider Privatleistungen. Ne? Also das Dermatoskop und die Videodokumentation muss man privat bezahlen. Es gibt ja dieses Hautkrebs-Screening für über 35-Jährige. Mhm. Das wird von den Kassen übernommen. Das wird von den Krankenkassen übernommen, beim Hausarzt und beim Hautarzt. Mhm. Und hier sagen wir Hautärzte, auf jeden Fall gehen Sie bitte zu einem Spezialisten, der das gelernt hat dabei, der das einschätzen kann. Denn in dem Moment, wo man es bei einem Hausarzt macht, haben wir eben die Problematik, dass der Patient dann zu uns kommt und wir das nicht nochmal machen können, weil eben die Krankenkasse das nur einmal zahlt. Dass man das ohne eine Lupe macht, das ist schlichtweg fahrlässig, weil nur der Hautarzt das über die Lupe erkennen kann. In dem Moment, wo ich den Krebs letztendlich schon mit dem bloßen Auge wahrnehme, dann ist das schon ziemlich weit fortgeschritten und da kann man auch nicht mehr so viel tun. Und warum für über 35-Jährige? Ja, also das ist für uns auch nicht nachvollziehbar. Natürlich nimmt mit zunehmendem Alter der Hautkrebs zu. Aber eben wichtig ist ja gerade, dass wir in der Jugend die Präventionsarbeit leisten und eigentlich frühzeitig erkennen. Und auch das Melanom, je früher es auftritt, desto schneller metastasiert es. Und das kann sehr, sehr unangenehme Folgen haben, nämlich dass es dann meistens zu spät ist. Also das macht keinen Sinn, diese 35 Jahre. Zu welchem Umgang mit der Sonne raten Sie denn? Also ich kann ja nicht nur drin bleiben. Nein, absolut nicht. Also es ist wichtig, dass wir in die Sonne gehen. Das ist wichtig für unser Wohlbefinden. Das ist wichtig für unsere Psyche. Aber das Erste ist eben, nicht in die Sonne gehen, um braun zu werden. Und das ist leider bei den meisten Leuten eben nicht ganz so
dass sie, wie gesagt, rausgehen in die Sonne nur wegen der Psyche. In die Sonne gehe ich, aber mit entsprechendem Schutz. Das heißt, mit textilem Sonnenschutz entsprechend, Hut, Hose, Hemd, insbesondere während der ersten Tage. Und wichtig eben auch den Lichtschutzfaktor aufzutragen. Und da wir durch die Klimaveränderungen eben eine Zunahme allmählich haben der UV-Belastung, empfehlen wir auf jeden Fall, wenn man bewusst in die Sonne rausgeht, gerade bei unserem Hauttyp, der recht hell ist, doch einen Lichtschutzfaktor aufzutragen. Direkt in der Sonne natürlich entsprechend hoch, 50. Und im Schatten auch? Also im Schatten empfehlen wir das auch, weil wie gesagt im Schatten das UV-Licht auch ist. Ja. Ja, nicht nur in der Sonne, nicht in der direkten Bestrahlung. In dem Moment, wo ich in einem Büro sitze, würde ich auf jeden Fall eine Tagescreme benutzen und in sehr vielen ist ja mittlerweile auch schon der Lichtschutz drin. Mit 15 sollte man darauf achten, dass man täglich sich eincremt. Hier sind die Frauen noch im Vorteil, weil das drin im täglichen Tagesablauf ist. Bei den Männern haben wir da noch ein bisschen Nachholbedarf, dass die im Supermarkt dann vielleicht dann mit ihrer Ehepartnerin oder Freundin einkaufen gehen und die sie doch darauf hinweist, wie gesagt, welche Tagescremes man da verwenden kann. Das Thema ist auf jeden Fall wichtig und schauen wir mal, ob so eine Kampagne wie vom Land Hessen denn wirklich auch mehr Menschen zur Hautkrebsvorsorge bringt. Das wäre wünschenswert. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch bei mir im Studio und liebe Zuschauer, das war's von Rhein-Main-Gesundheit. Bis bald wieder. Tschüss. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.rosaxan.de oder rufen Sie uns an unter 07541 95 30 627. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Am Koch kommt keiner vorbei. Unser seit 5 Generationen bestehender Familienbetrieb zeichnet sich durch den engen Kontakt zu seinen Kunden aus. Wir bieten Ihnen neben einer freundlichen und kompetenten Beratung auch eine Vielzahl an interessanten Angeboten. Wir sind Ihr Autohaus für Audi, VW, Seat und Skoda. Auch bieten wir Ihnen ständig eine attraktive Auswahl an Jahres- und Gebrauchtwagen an. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns an den 3 Hasen 3 in Oberursel oder im Internet unter www.autohauskoch.com. Das Team von Autohaus Koch ist immer für Sie da. Sie haben noch keinen eigenen Spot? Präsentieren Sie Ihr Unternehmen Tausenden von potenziellen Kunden durch einen für Sie produzierten Werbespot bei Rhein-Main-TV. Rhein-Main-TV ist Ihr Ansprechpartner für eine kosteneffiziente und auf Sie zugeschnittene Werbeproduktion. Rhein-Main-TV konzipiert, realisiert und produziert. Wir wissen um die optimale Wirkung von Bewegtbildern. Rhein-Main-TV bringt Sie Ihren Kunden näher. Und zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eine Printanzeige in unserem Rhein-Main-TV-Magazin zu schalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter rhein-main-tv.de/werben oder schreiben Sie uns unter werben@rmtv.de. Wir beraten Sie gerne und machen Ihnen ein unverbindliches Angebot.